Moin, Supermarillos. Mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem Let's Watch, sage ich jetzt einfach mal. Und zwar hat der gute Uptracks mir dieses Video hier geschickt, kurzes Intro. Das ist ein neuer Spieler, ein YouTuber, der zum ersten Mal Predecessor ausprobiert. Und ich habe noch nicht drauf geschaut, aber das ist für mich immer sehr interessant, drauf zu gucken, wie Leute, die das Game spielen, zum ersten Mal auf Predecessor reagieren und ob sie Dinge verstehen oder Dinge nicht verstehen. Das heißt, wenn du auch neu bist im Predecessor, dann wirst du hier einiges lernen können, denn ich werde sozusagen alles berichtigen, was der junge Herr, denke ich mal, Willkommen zu einem neuen falsch macht. Display oder keine Ahnung, mal gucken. Mal Ihr gucken. könnt jetzt entscheiden, ob ich das Spiel dann weiter spielen soll oder nicht. Später, warum? Jedes Spiel hat Okay, wir gucken mal, auf außen welcher. Server. Aha, er spielt das Tutorial. Ich weiß halt echt nicht. Ah, er spielt War auf das? PlayStation. Auf PlayStation zockt er Okay, das. ich weiß halt nicht, ob das Spiel. Schieße ich? Okay. Er spielt schon mal das Tutorial Ja, durch. Spiel Ist, sei, glaube ich, aber es nicht sieht das schon aus neue wie so Tutorial. Smite Art. Alter, es gibt eine Riesenkarte, Alter. Was ist das denn? Eine Minge. Riesenkarte. Witzig, dass eigentlich alle immer sagen, die Map ist zu klein und für ihn ist es jetzt schon eine Riesenkarte. Qualität ist leider nicht so Minions. krass. Es wird wahrscheinlich PS4-Grafik sein, oder? Weil es sieht ein What bisschen Arsch aus, is das Game. this? Ja, er hat. Dieser Minions stand da und er hat es direkt weggedrückt. Rechts steht Level Up Cosmic Rift. Kreis plus L1. Hit a Ah. Minion with Cosmic Rift. Kill a Minion. Alter, man kann nur eine Taste rumklicken, Alter. Ich werd verrückt. Man kann nur eine Taste rumklicken, okay. Was ist Rechts, das wenn du denn den hier? Text lesen würdest. Hit Minion. Und mitten groß im Bildschirm steht, Hold Kreis to upgrade abilities. Digga. Aha. Aha. Wow. Krass. Jetzt hat das geschafft. Jetzt er klickt er jeden Text weg, Okay. Alter. Okay, hat er schon mal hingekriegt. Das ist doch schon mal ganz gut. Er klickt jeden Text sofort weg. Hit the tower with three basic attacks. Okay. Er weiß wahrscheinlich nicht, was ein Basic Attack ist, aber steht eigentlich R2 drauf. Okay. Ja. Aua. Okay. Breit machen. Jetzt blinkt er dahin. Man kann im Tutorial nicht sterben. Digga, er stirbt im Tutorial. Aua. Ich glaube, er hat keine MOBA-Erfahrung. Also ich glaube, er versteht nicht, was Minions sind, was ein Alter. Tower ist. Er klickt jeden Text sofort weg. Imagine, du spielst ein Tutorial, aber das Einzige, was du in einem Tutorial tust, ist die Texte wegklicken. Wofür spielt er das Tutorial dann? Dann kann er auch rausgehen. Also, ja. Okay. Digga, da läuft doch ein Ladebalken. Okay, jetzt. Go back to base, okay. Sehr interessant. Jetzt ist er wieder voll. Autobuy hat gekickt. Hat 5 Items gekauft. Warum kauft es keine Weil sechs Items? bitte. Krass, sie haben das Tutorial nicht auf das 6. Item-System geändert. Das kauft trotzdem nur 5 Items. Sehe ich jetzt zum ersten Mal. Das ist ja witzig gemacht. Okay, es gilt alles. Yo, Oh. Teleport, sehr gut. Okay. Jetzt kriegt er seine Ultimate. Aha, er weiß also, wie man Fähigkeiten jetzt levelt. Das ist schon mal nice. Go back to lane. Und jetzt draufschießen. Cast Black Hole, kill Gadget. Da müsste man halt dazu schreiben, dass man hinlaufen muss zu Gadget. Cast Black Hole, kill Gadget. Oh, ich glaube, davon werden mehr Folgen kommen. Okay, naja, okay. Er hat immerhin Black Hole gecastet und jetzt weiß er, wie die Ultimate funktioniert. Sehr gut. Komm, hau deine Attacken drauf. Jo, wie viel Schaden die den einfach macht. Aber sie ist Level 3, er ist Level 18. Nein, das willst du nicht machen. Ach, Scheiße. Okay.
Hier müsste man ins Tutorial reinschreiben, dass Attacken, die keine Basic Attacks sind, also alles außer die normalen Schüsse, dass die keinen Damage an den Towern machen. Ja, also da, das müsste man da hinschreiben. Das Tower Damage, guck, er macht das halt immer wieder und er sieht halt nicht, dass er da keinen Schaden macht, weil er nicht auf die Leben von dem Turm guckt. So. Das ist jetzt auch verwirrend, weil er nicht rafft, dass er den Turm nicht kaputt machen kann. Obwohl da rechts die Quest steht, Kill Gadget. Also, ich weiß nicht, warum der das nicht liest. Er checkt's nicht. Okay, es ging daneben. Scheiße, Alter. Jetzt mach doch, kill sie doch! Oh! Jetzt kriegt er wieder Tower Aggro, aber er kriegt voll wenig Schaden. Digga, jetzt töte sie doch einfach! Alter. Töte sie! Kill Gadget! Da vorne steht Gadget. Killen. Zwei Wörter. Kill. Ja, jetzt. Okay, jetzt kann er den Turm kaputt machen. Destroy the Tier 1 Tower. Der wird gleich im Game nichts raffen. Okay, die Minions haben es gemacht. Und jetzt? Na gut, wir müssen auch irgendwie... Du kannst auch Exit Game drücken. Das macht keinen Schaden, aber gut. Schreibt mal in die Kommentare. Merkt man das nicht, dass man keinen Schaden macht? Merkt man das nicht, dass man, wenn man seine Attacken auf den Turm macht, dass der dann keine Leben verliert? Ist das undeutlich? Inhibit. Aber ich, mittlerweile. Was ist das? Inhibit. Mittlerweile ist es ja, glaube ich, so, dass man. Dass man anderen Sound bekommt. Das macht dann so brrrng, brrrng, irgendwie sowas. Weiß halt nicht von, das Video ist wahrscheinlich schon ein bisschen älter, aber egal. Ist ja nach dem 6. Item-Update auf jeden Fall. So, jetzt zerstört den Chor. Ja, er blinkt da rein. Er hat 0 Minions. Destroy the Chor. Na gut, jetzt hat er ein paar Minions, anstatt dass er erst die Gegner wegmacht, aber gut. Wird er schon irgendwann merken, dass andere Gegner auch zurückschlagen. Okay, hat er geschafft. Er hat seine erste Runde gewonnen, Leute. Ist das schon mal okay, sehr, sehr gut. Das war mal ein einzigartiges Tutorial. Aber es sieht schon gut aus, muss ich zugeben. Also es sieht wirklich schon gut aus. Pockig Bulle. Na gut, dafür... No. Play Match Found. Also, what? So schnell? Ja, es ging AI. Sieht doch da Player versus AI. Ich muss auf Accept drücken, um ein Spiel mitzumachen. Aber es ist schon so Smite-mäßig aufgebaut, würde ich sagen. Ey, warum kommt der das Feedback es jetzt? Es ist also so gesagt ein bisschen so auf. Ja. Aber es ist ein komplett englisches Online-Team-Deathmatch-Spiel anscheinend. Er weiß nicht, dass es ein MOBA ist. Ein komplett englisches Online-Team-Deathmatch-Spiel. Im Englischen. Ich glaube, er versteht kein Wort Englisch, deswegen liest er nichts und durch. Und ich weiß ja zu meinem Englisch... Select your mein role. Englisch ist scheiße. Ja. Naja. Aber naja, ihr entscheidet habt, ob das ein Let's Play werden soll oder nicht. Jetzt hat das also Support. Ganz ehrlich. Ah, guck mal hier. Bin der hier sieht... Der hier passt gut zu mir. Der passt gut. Mein Best Friend. Spiel kommt Log dieses in. Jahr raus, also wollte ich es mal jetzt angucken. Log in. Okay. Gut, dann machen wir mal weiter. Smite, ne? So, jetzt vielleicht. Zeig mal, was du kannst. Wir wissen es ja nicht. Vielleicht ist das von dem Macher von Smite. Nein, ist nicht von dem Macher von Smite. Das gilt Rechtsklick. Okay. Der vielleicht. Pfeil, guck mal, hier wir ist ein Pfeil. Ja nicht. Vielleicht ist das von dem Der Pfeil. Der Pfeil zeigt ihm an, nach links zu laufen. Smite. Er sieht den Pfeil nicht. Und läuft auf eine andere Lane. Läuft einfach in die Mitte. Weil er im Tutorial gesagt bekommen hat, lauf auf die Midlane. Aber er sieht aus wie ein Nahkämpfer. Er sieht aus wie ein Nahkämpfer, wer hätte das gedacht? Na gut. Kalari mit seiner Popoklappe hinten dran.
Naja, jetzt ist Sparrow halt allein auf der Lane. Falls ihr übrigens auch mal Smite wiedersehen wollt, schreibt es doch einfach in die Kommentare. Ich verstehe nicht, warum er Smite kennt, aber das Spiel hier nicht versteht. Ich würde es gerne auch nochmal spielen. Weiß hab echt nicht, warum ich das nicht aufgehört habe. Wenn er Smite kennt, warum versteht der Predecessor nicht, ist meine Frage. Also, naja. Wir schon mal ein bisschen vor. So. Ja, jetzt kloppt er den Gideon. Oh, er trifft nichts. Jetzt komm, hat er ihn. Ich klatsch dich weg. So, wie okay, auf der, die Tasse doch nicht weg. Ich klatsch doch nicht weg. Jetzt mal Flash benutzen. Yo! Geil. Aber okay, der, also kann er nicht wissen, also, ja, dass er da jetzt einen Flash benutzt. So, jetzt hat er halt 5 Minuten Cooldown, da hat er sich wahrscheinlich noch nie Gedanken drum gemacht, dass er Cooldown hat. Er hat jetzt erstmal nur gelernt, dass er Flash einsetzen muss. Und er hat gelernt, er soll Last hitten, jetzt spielt er Support. Ich glaube, ich muss mal einen Support Guide machen. Aua! Okay. Mach den Shop auf. Hat ein Level up. Okay, mal gucken, was das skillt. Die E. Okay. Und Schild kann er jetzt stellen. Also. Alter. Wenn man das Game einfach runterlädt. Einfach Street Fighting. Einfach Street Fighting. Das macht Spaß. Tut mir sehr leid, dass ich euch belästige. Vor allem. Ah. Sein Game laggt einfach übel. Oder seine. Ja, nee, sein Game laggt. Okay, Ward in den Tower stellen, auch eine gute Idee. Er weiß nicht, was Ward ist, weil das Tutorial ihm nicht gesagt hat, was Ward ist. Okay, aua. Die Tower-Akku. Okay, aua. Okay. Haben wir schon Ripper verstanden. Buff Sven ab, aber naja. Hier wieder. Also, ich würde euch natürlich viel mehr erklären. Ich habe mir gedacht, ich kann hier mehr erklären, aber er macht ja eigentlich. Er weiß eigentlich gar nicht, was er tut. Also, es ist krass. Jetzt ist die Frage. Wie viel spielt jemand, der gar nicht checkt, was ein MOBA ist oder wie irgendwas funktioniert? Wie lange spielt so eine Person dieses Game? Wisst ihr, wie ich meine? Wie lange wird diese Person jetzt hingehen und Predecessor gegen KI zocken? Weil sobald er in die erste Runde gegen irgendwelche Leute reingeht... Er darf mich jetzt nicht stören, Alter. Aber ich keine Ahnung, backgeportet, nicht vollgeheilt. Smite hatte ja nur 6 Folgen auf meinem Kanal. Könnt gerne mal vorbeischauen. Smite, Yasonga, Human. Finde ich geil. Mein Playlist-Account, Yasonga. Ich weiß, ist ein bisschen dumm. Aber egal, wir spielen hier gerade online. Was? Ein Spiel, von dem ich erst seit letztens weiß. Ein Spiel, von dem ich erst seit letztens weiß, okay. Ich will komplett im Englischen zu haben. Ist eigentlich voll geil. Kannst seine Attacke leveln. Der Rigger macht gar nichts, aber okay. Die Bots sind so schlecht in dem Game. Ich hab einen Kill. Aber er freut sich, das ist doch gut. Er freut sich. Ich schmeiß mich auch mal hier weg. Oh. Jawoll! Komm, die Q drauf. Er hat die Q nicht gelevelt. Jetzt hat er die Q gelevelt. Naja. Ich glaube, den werden wir auch ein paar Folgen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leuten das Game hier Spaß macht, wenn man das so gegen KI spielt und nicht weiß, was es für ein Spiel ist. Das geht der Tower-Akku natürlich. Aua, okay. Okay. Ich drücke jedes Mal auf diese Taste hier, aber hier sehe ich ja nur Dynamo. Also was? Magical Schred und wahrscheinlich Magical Schaden Schred. Und so ein Scheiß. Ja, sieht man nur, wenn man die Taste drückt, sieht man nur Dynamo mit Magical Schred. Ist irgendein komisches Symbol aufgetaucht. What is this? Das ist der Fangtooth. Ich bin wahrscheinlich zu fett dafür. Naja, also ich glaube, mal gucken, ob er noch einen anderen Helden spielt. Junge, what? Wir hören mal sein Fazit an. Komm, wir gucken uns die letzten Minuten an. Also steht 9-2 nach 21 Minuten. Er hat 3 Kills gemacht immerhin. Guck mal, er versteht, die hat seine Attacken. 48 Last Hits. Gut, er ist Support, aber... Was wir sogar spielen können.
So, jetzt den Engel kaputt machen. Kriegst du hin. Drei Raptors haben sie auch schon gemacht, das ist auch sehr gut. Oh, ich mach's kalt. Let's go. Schleich mich mal da ran. Ignoriert den und will den. Hier müsste jetzt auch einen Sound kommen, dass wenn da steht Minions are attacking, null. Dass da steht Armor. Oder, weil, wie soll man sonst verstehen, dass der Core jetzt keinen oder sehr, sehr wenig Schaden bekommt, wenn man keine Minions hat? Das musste auch klar werden. Das sind halt alles so Sachen, die hätten vor 1.0 ins Game reingemusst. Er hat wieder null Minions. Okay, hat einen erwischt. Ah! Jawohl, voll rein, jetzt Ultimate. Ich die ganze Zeit verfolgt. Weil er dich töten will. Rechtsklick! Aha. Ultimate, also, rechtsklick! Irgendwelche eine Attacke, was machen. Ist hier los? Heiligsblechle. Q, Ultimate! Okay. Wir haben alle geschafft. Jetzt haben sie aber genug Minions da, oder? Let's go! Oh, er hat gewonnen. Das freut mich, dass er seine erste Runde wenigstens gewonnen hat. Jetzt bin ich mal auf sein Fazit gespannt. Jetzt bin ich wirklich auf sein Fazit gespannt. Ja! Abtrax hat geschrieben, ich denke, so ein Spieler wird nicht lange bleiben und ich kann ihm da auf jeden Fall recht geben. Sparrow 7-0, krass gecarried. Also ganz ehrlich, ich finde das Spiel nicht gerade scheiße. Ja, aber auch schon gesagt, werde ich, glaube ich, davon ein paar Folgen drehen. Das heißt, es wird keine Parts nochmal geben, sondern einfach nur Folgennamen. Was kostet? Also es scheint wohl so, als gäbe es mehrere Helden. Ach so. Die man hier öffnen kann. Oder auch frei spielen kann. Aber es ist tatsächlich einfach wie, es ist einfach Smite. Ganz ehrlich, ja. Leute. Es ist einfach Smite. Es ist einfach Smite, aber nicht mit Göttern, sondern einfach mit random, krassen. Aber wirklich, die Charakter, die man spielen kann, sehen nicht gerade scheiße aus. Müsst ihr halt nur mal in die Kommentare schreiben, wen ihr als nächstes sehen wollt. Murigesh. Falls ihr das Spiel feiert und in Deutschland wohnt. Falls ihr. Warum muss ich dafür in Deutschland wohnen? Das Spiel ist ziemlich geil. Gebt den ganzen erstmal im Moment. Murdoch. Gebe ich den ganzen erstmal am Anfang. Also nee, er ist Schaden. Das ist dann wahrscheinlich Magier. Das hier. Jungle. Na egal. So, Jason Christiansen. Was hat denn der noch so gespielt? Videos. Holy shit, der macht ja ganz schön viele Videos. Wo ist Predecessor? Geil, Uncharted 2. Oh, mega geiles Game. Muss ich auch nochmal durchspielen. Macht hier irgendwie Asphalt. Junge, wie viele Videos hat er hochgeladen? Hier, Predecessor, episches Match vor 3 Wochen. Predecessor, Lautstärke, Schrotten. Brawl. Ah, okay, jetzt spielt er hier Brawl. Ich glaube, Brawl ist das Richtige für Anfänger. Ich sag's euch, wie es ist. Okay, hier steht 1-7. Also man sollte am Anfang, müsste man ein bisschen Brawl spielen, glaube ich. Naja, Chat. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Also ich bin da derselben Meinung wie Uptrax. Ich glaube, Leute, die so ins Game reinkommen, erstens, wenn die wirklich gar kein Englisch raffen, wenn die keine Freunde haben, die in denen das Game erklärt, und wenn sie sich nicht ein Tutorial angucken, wovon ich ja viele habe auf meinem Channel,
dann ist es, glaube ich, relativ schwierig, ja, das in dem Game Fuß zu fassen, wenn ich ehrlich bin. Also das Tutorial muss besser sein, dass man wirklich die Dinge auch versteht. Oder dass sie in-game den Leuten sagen, hier hast du ein Tutorial, das kannst du dir komplett angucken. Spiel doch erstmal ein bisschen Brawl, probier mal ein paar Helden aus, zock einfach ein bisschen Brawl und dann kannst du in den Standardmodus reingehen und das Game dann richtig lernen und richtig zocken. Aber dann weißt du erstmal, wie man Ward setzt, du weißt, wie man Heiltrank nimmt, wie man Attacken auflevelt und so weiter und so fort. Das wäre auf jeden Fall eine bessere Sache. Gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Uptracks, danke fürs Einsenden. Und falls ihr Tutorials sehen wollt über Pret, dann klickt mal hier auf die Playlist. Da ist jede Menge Pret-Content für euch mit Tutorials und und. Haut rein, bis dahin, stay pam, ciao, ciao.